sehr geehrte Damen und Herren, heute ist ein ganz besonderer Tag. Komm mal ein bisschen näher. Wir sind alle ein Haushalt natürlich. Heute ist ein ganz besonderer Tag, dass heute wir ein Konzert für euch spielen dürfen. Natürlich, ihr seid vielleicht jetzt irgendwo unterwegs oder zu Hause, was auch immer. Ihr könnt das auf dem Bildschirm jetzt schauen. Für uns, wir haben so viel Energie, wir stecken so viel Energie rein in diese Sache, dass es ihr diese Energie von einem richtigen Konzert da spürt und diese Gänsehaut auch bekommt, wie im normalen Konzerterlebnis. Natürlich, wir werden uns gerne vorstellen, also wir heißen Europa Trio. Unsere Geigerin Farida Rustamova kommt also aus Aserbaidschan, sie spielt Geige seit 18 Jahren, sie ist nämlich 18 Jahre alt. Ja, und meine Pianistin, also unsere Pianistin natürlich, unsere Pianistin Schütchen Zoom kommt aus Taiwan, sie spielt auch seit 18 Jahren Klavier, sie ist auch nämlich 18 Jahre alt. Also so schöne Damen in den Hemingway Lounge und diese Damen wahrscheinlich werden jetzt mich vorstellen und wahrscheinlich etwas zu unserem Konzertprogramm sagen, oder Farida? Auf jeden Fall, und wir freuen uns, dass wir beide, Schütchen und ich, mit einem hervorragenden, großartigen Cellisten Vassili Bistrov zusammenspielen dürfen. Und wir haben für Sie ein sehr buntes Programm vorbereitet. Viel Musik, ganz bekannte Lieder, alles, was die Seele sich so wünscht und über sie sich freut. Thank you.
Ja, passt sofort. Dann möchte ich noch kurz den Doppelstern weg, weil du brauchst es. Ah, das nächste Stück ist von Bach und das ist Babach. Bester Moderator der Welt. Thank you.
Genies. Besser. Genial. Es kommt ein Stück zum Entspannen. Alle, die hier sitzen, können die Augen schließen und genießen. Irgendwo anders sich vorstellen. Eine Träumerei. Wir haben euch lieb. Danke. Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt hören wir ein Solostück von unserer wunderbaren taiwanesischen Pianistin Xu Chen. Die spielt ein Stück von italienischen Komponist Ludovico Einaudi aus einem Film, das heißt I Giorni. Thank you.
Die Melodie, die Harmonie
Und in dem Moment meines Lebens, wo es ziemlich schwierig geworden ist, habe ich mal angehört den Text. Und da ist irgendwie so, jeder kann für sich was Eigenes entdecken. Natürlich, ob es jetzt was Liebes oder einfach innerliches Kummer, egal über was. Und ich finde, dass es jetzt für dieses Stück passt, sehr gut, eine kleine Besetzung von Klavier und Cello. Also das Cello so spricht aus der Seele. Genau, und ja, hoffentlich ist es auch ein besonderer Moment auch für euch da. Bitteschön. Krieg. Thank you.
kennen. Thank you.
verehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass wir heute für Sie spielen. Und jetzt spielen wir Vivaldi aus den vier Jahreszeiten Presto aus dem Sommer. Vivaldi hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich, deswegen liebe ich ihn sehr. Nein, das ist nicht der Grund, aber das Stück ist sehr schön.
Thank you.
Adria ausgemacht. Uri, was sag ich dir? Liebes Publikum, es ist sehr unangenehm, mir euch mitzuteilen, aber es ist leider wahr, dass das Konzert jetzt zu Ende ist. Für uns ist das genauso schlimm wie für euch. Wir hoffen, ihr hattet sehr schöne Zeit jetzt mit unserer Musik und mit uns verbracht. Und natürlich, falls es euch gefallen hat, dann erzählt es einfach weiter von uns und von dieser ganzen Hemingway Lounge. Und außerdem, da wir jetzt wahrscheinlich im Internet sind, ihr könnt das ganze Video gerne teilen, liken und kommentieren, also das hilft sehr gut. Und oder sogar nochmal anschauen, also das ist praktisch, man kann dieses Konzert immer mit sich aufs Smartphone mitnehmen. Also viel Spaß, schönen Tag noch und Dankeschön fürs Zuhören. Keine Sorge, ich spiele nicht. Ja, hat es Ihnen gefallen? Ich hoffe doch sehr, denn wir geben uns Mühe. Die Lounge ist leer, wir vermissen Sie, Sie werden uns hoffentlich auch vermissen. In der Zeit versuchen wir, Sie bei Laune zu halten, mit uns zu verbinden. Und denken Sie bitte daran, die Künstlerinnen und Künstler, die wollen bezahlt werden. Eine kleine Spende auf unser Konto tut Ihnen, den Künstlerinnen und Künstlern, gut. Bis dahin sage ich einsam in der Hemingway Lounge. Alles Gute, lassen Sie es sich gut gehen und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Zum Wohl!